Den guten Erling Haaland will gefühlt jeder in Europa verpflichten. Es gibt aber einen Club, der meint es ganz, ganz, ganz besonders ernst und die sind auch gerade so ein bisschen beflügelt. Es geht um Chelsea. Sie sind der Meinung, dass ihnen als einziges noch ein Top-Stürmer vorne fehlt, damit sie nächstes Jahr die Premier League gewinnen können. Champions League haben sie ja schon dieses Jahr geholt. Ja, und dafür wollen sie Erling Haaland. Ich muss ehrlich sagen, diese Rechnung, finde ich, geht auf. Ja, also Haaland würde ihm gut stehen. Aktuell spielt er vorne Timo Werner, mit dem die Chelsea-Fans nicht so ganz zufrieden sind. Haaland könnte dieses Problem quasi lösen und vorne der Fels in der Brandung werden. Kleines Problem ist, Dortmund lässt eigentlich nicht mit sich handeln. Ja, aber bei so einer Summe von so 180 Millionen wären sie wohl bereit einzuknicken, berichten die Medien. Und Chelsea ist anscheinend bereit, diese Summe aufzubringen, trotz Corona. Ja, läuft bei Abramovic. Sie wollen anscheinend einen Transferangriff auf Erling Haaland wagen. Es gibt nur ein anderes Problem, und zwar die Gehaltsstruktur. Denn die ist bei Chelsea, ja, sagen wir mal so, natürlich schon extrem hoch, aber nicht so hoch, dass da ein Haaland eigentlich reinpasst. Aktuell verdient ein Kai Havertz als einer der Spitzenverdiener, verdient er 18 Millionen. Haaland, da will Mino Raiola, sein Berater, wohl mindestens 30 Millionen. Also, ja, nicht doppelt so viel, aber schon in die Richtung. Also, das wäre schon heftig. Und das würde natürlich die Gehaltsstruktur bei Chelsea komplett N2 springen. Ich bin gespannt, ob sie das Experiment wagen werden. Wie gesagt, Dortmund hat eigentlich überhaupt gar kein Interesse, ihn zu verkaufen, aber ich denke, so ab 180 Millionen müssen sie es ja fast tun. Ist ein börsennotiertes Unternehmen, der BVB. Wenn dann jemand 180 Millionen für Haaland bietet und im nächsten Jahr irgendwie Ausstiegsklausel 75 Millionen, dann macht es natürlich Sinn, ihn jetzt doch schon zu verkaufen. Aber ich bin gespannt, ob Chelsea das wirklich wagen wird. Aktuell sieht es so aus, als hätten sie Lust darauf. Ja, nächstes Jahr Haaland im Chelsea-Trikot, ich bin gespannt. Ich dachte irgendwie immer, dass er zu Real wechselt. Aber wer weiß, Freunde, wer weiß. Eure Meinung in die Kommentare, klickt in die Mitte, wenn ihr wissen wollt, was Kylian Mbappé dazu gesagt hat, ob er zu den Bayern wechselt. Er wurde gefragt, er hat geantwortet, erfahrt ihr, wenn ihr in die Mitte klickt. Wir sind später wieder und denkt dran, hat den Ball richtig flach.